Ja, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde, ich bin 67 Jahre, ich wohne in Golzen im Landkreis Dahme-Spreewald. Ich war in meinem früheren Leben Labormediziner an der Charité und Personalratsvorsitzender. 2015 habe ich den Verein Zukunft Heimat mitbegründet und erfreue mich seither der besonderen Aufmerksamkeit des Verfassungsschutzes. Seit 2019 bin ich Abgeordneter und seit Oktober 2020 Fraktionsvorsitzender unserer Landtagsfraktion. Ich finde, diese Fraktion hat ihre Sache insgesamt sehr gut gemacht. Sie hat die Spannungen und die Konflikte der letzten Jahre ausgehalten. Sie ist nicht auseinandergefallen, sie ist sogar größer geworden. Denn im November 2023 hat erstmals in Deutschland ein Abgeordneter die Brandmauer durchbrochen und ist zur AfD gewechselt. Und der das getan hat, der sich das gewagt hat, das ist Dr. Philipp Zeschmann und er sitzt hier im Gästebereich dieses Parteitags. Philipp, ich grüße dich herzlich und ich erwarte, dass du auf dem nächsten Parteitag als Mitglied anwesend bist. Liebe Freunde, es ist schon gesagt worden, wir haben 4 Untersuchungsausschüsse in diesem Landtag eingesetzt. Und gestern wurde im Untersuchungsausschuss Corona II der Ministerpräsident Dr. Dietmar Woidke befragt. Dieser Ministerpräsident gibt die Richtlinien der Politik vor und dennoch schob er alle Verantwortung für die Corona-Zwangsmaßnahmen auf andere. Und nicht genug. Dieser Dietmar Woidke, der nicht laut genug von einer Pandemie der Ungeimpften sprechen konnte, der redete gestern allen Ernstes von einer liberalen Linie der Corona-Politik. Alte Menschen mussten in Einsamkeit sterben. Die Kinder mussten 10 Stunden unter Masken leiden. Berufstätige mussten sich früh in die Kälte stellen für sinnlose Tests. Und in Jüterbock hier wäre um ein Haar eine Demonstrantin von einem Polizeipferd zertreten worden. In Wandlitz kam ein Corona-Demonstrant bei einem Polizeieinsatz ums Leben. Und dieser Ministerpräsident findet, das ist eine liberale Linie. Liebe Freunde, Dietmar Woidke, dieser Ministerpräsident gehört zu einer Kaste selbstzufriedener und herzverfetteter Politiker, zur politischen Klasse, die Deutschland regiert. Er und seine Politik, er und seine Koalition aus SPD, CDU und Grünen und ihre informellen Partner von den Linken, sie stehen, wie es René gesagt hat, für einen Parteienstaat, der längst zur Parteienherrschaft geworden ist und auf dem Weg zur Parteiendiktatur ist. 2024, liebe Freunde, in diesem Jahr zeigt sich in aller Deutlichkeit, dass die Altparteien willens sind, unsere Demokratie zu opfern, um ihre erbärmliche Macht zu halten. Das Korrektivkomplott und die Aufmärsche der Bonzen und der Angeführten waren ja nur die Vorbereitung des Aktionsplans gegen Rechtsextremismus der Innenministerin Nancy Faeser. Und das ist nichts weiter als der Versuch eines Staatsstreichs von oben, um die Opposition zu zerschlagen, wie es im Stasi-Jargon heißt. Und wer immer von der Verfassung, wer immer vom Verfassungsschutz auf Weisung der Regierung für rechts erklärt wird, der kann künftig, ohne straffällig zu werden, enteignet und entrechtet werden. Ribnitz-Damgarten lässt grüßen und wir grüßen von Herzen die mutige Schülerin dort. Liebe Freunde, hier in Brandenburg wird dieser Faeser-Plan bereits mit einem verschärften Verfassungsschutzgesetz und mit dem Ausbau des Verfassungsschutzes begleitet. Der Verfassungsschutz hat von 2019 bis 2024 fast das Doppelte an Stärke gewonnen. Das sind die Prioritäten von CDU, SPD, Grünen und Linken. Das ist die liberale Linie von Herrn Woidke und seinen Parteigängern. Die Glocke klingelt und ich muss zur AfD kommen. Liebe Freunde, gut, ich komme trotzdem zur AfD. Denn, liebe Freunde, so bedrohlich die Eskalation ist, wir lassen uns natürlich nicht einschüchtern. Und wir wissen auch, diese Eskalation des Establishments ist in allererster Linie die Folge ihrer Angst vor den Wahlen dieses Jahres 2024. Und wir sollten alle beherzigen und es unseren Nachbarn sagen, wenn schon die Angst vor Wahlergebnissen dazu führt, dass die vorgeblichen demokratischen Parteien ihre Masken fallen lassen, wer will uns dann noch sagen, dass Wahlen nichts ändern könnten? Wahlen können eine Menge ändern, wenn wir bereit sind und wenn wir stark sind.
Wir können bei diesen Wahlen des Jahres 2024 die Vorherrschaft der SPD brechen. Wir können die stärkste Kraft werden und wir können endlich die Machtfrage stellen. Um das zu erreichen, brauchen wir eine konsequente inhaltliche Positionierung, eine klare Absage gegenüber einem Anpassungskurs an die Politik und die Arbeitsweise der Altparteien. Denn die AfD ist eben nicht nur eine Parlamentspartei. Sie versteht sich als Teil einer übergreifenden Bürger- und Volksbewegung und damit all jener Deutschen, welche die Erkenntnis vereint, dass es mit unserem Land nicht so weitergehen kann. Diese letzte Zeile, liebe Freunde, und dass die AfD eine tatsächliche Alternative zu den Altparteien ist, die entnehme ich aus dem Artikel Alternative heißt, es geht ganz anders, den unser neuer Landesvorsitzender René Springer gemeinsam mit Dennis Holoch, mit Jan Hornow und mir vor 3 Jahren geschrieben hat. Und er bringt die Dinge auch heute noch auf den Punkt. Und, liebe Freunde, das ist auch der Grund, warum ich als Fraktionsvorsitzender hier für den stellvertretenden Landesvorsitz der Landespartei kandidiere. Der Antagonismus von Fraktion und Partei muss überwunden werden. Wir wollen künftig Hand in Hand arbeiten. Lasst mich abschließend noch eine persönliche Bemerkung machen. Es gibt kaum ein Wort, das mich in meinem Leben über Jahrzehnte so sehr beeindruckt hat, wie das des antiken Dichters Pindar in Friedrich Nietzsches Übersetzung »Werde, der du bist«. Mit diesem Parteitag können wir als AfD, als brandenburgische AfD, einen großen Schritt dahin gehen, dass wir zu einer tatsächlichen Alternative zu den Altparteien werden. Und damit schaffen wir die Voraussetzung, dass auch Brandenburg und Deutschland wieder das werden, was sie sind. Das Liebste, wie es selbst Bertolt Brecht sagt, unsere Heimat und unser Vaterland. Und ich glaube, daran zu arbeiten, nichts Schöneres. Und es gibt für uns Deutsche nichts Schöneres und nichts Wichtigeres, als daran zu arbeiten. Vielen Dank.